Hallo liebe Kinder, wir begrüßen euch wieder zum Training. Heute mal wieder mit Ball, auch hier mit Schnee. Ihr bräuchtet quasi den Ball und eine Mauer, wäre schön, weil wir heute auch was an der Mauer machen wollen, ein bisschen Passspiel. Da wir keine Mauer haben, nehmen wir hier auf dem Platz dann unsere Prellwände. Aber am Anfang machen wir uns wieder warm mit einem kleinen Spiel, nämlich dem Pferderennen. Ja, okay, dann machen wir uns mal gleich warm. Ab geht's. Dann fangen wir mal an mit unserem Pferderennen. Wir beginnen mit einem lockeren Laufen und für den Pferdegraben springen wir nach oben, dann Fledermaus, wisst ihr das noch? Und dann? Ab und zu kommt auch mal eine Rechtskurve und eine Linkskurve. Wer kann, macht einen Fledermausschwarm. Nee. Keine gute Idee. Dann können wir ein bisschen schneller rennen. Und jetzt kommt ein großer Wassergraben. Und noch ein Wassergraben. Und eine Fledermaus. Und eine Rechtskurve. Und noch eine. Und jetzt stehen wir mal auf einem Bein, auf dem rechten. Weiter. Springen über einen großen Wasserkrabben. Laufen ein bisschen schneller. Wir sehen schon langsam das Ziel. Da vorne kommt noch mal eine Linkskurve. Und wir sprinten. Sprinten. Und angekommen. Super. Super. Dann können wir gleich weitermachen mit dem nächsten. Wir stehen jetzt an unserer selbstgebauten Mauer. Und als erstes wollen wir erstmal schauen, dass wir für unsere Übung den optimalen Abstand zur Mauer finden. Das heißt, ihr müsst schauen, dass ihr nicht zu weit wegsteht, weil dann kann es sein, dass der Ball vielleicht gar nicht ankommt an der Mauer und der soll ja zu euch zurück. Na, jetzt merkt ihr schon, das war Tommy steht zu weit weg. Wenn ihr zu nah dran seid und ihr schießt an die Mauer, dann ist es zu schnell. Also so ein Mittelding wäre super, das heißt, wenn ihr schießt, und der genau zu euch wieder zurückkommt. So, das, was Tommy heute schon, euch schon so ein bisschen zeigt, wir wollen ein bisschen Passspiel machen. Wir fangen aber ganz locker an, indem wir an die Mauer spielen. Denkt schön dran, mit der Innenseite zu spielen vom Fuß. Ne, das heißt, ihr müsst den Fuß drehen und dann mit der Innenseite schön locker den Ball an die Mauer spielen und immer schön die Füße abwechseln. Und zwischendurch den Ball auch mal stoppen. Also zur Mauer spielen, stoppen, wieder schießen, stoppen. Das macht ihr ein paar Mal, bis ihr ein sicheres Gefühl habt und ihr auch merkt, dass euer Abstand richtig gut ist und eure Schussstärke. Und wenn ihr merkt, das klappt super, dann könnt ihr das Ganze auch machen, ohne den Ball zu stoppen. Und wer es hinkriegt, wechselt zwischendurch auch mal die Füße. Das könnt ihr ein paar Mal machen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 und der letzte. Nachdem ihr ein kleines Gefühl dafür bekommen habt, wie doll ihr schießen müsst und wie weit ihr von der Mauer wegstellen müsst, nehmt ihr euch jetzt ein kleines Hindernis, wenn ihr draußen seid, könnt ihr Stöcke nehmen oder Steine. Wenn ihr zu Hause seid, nehmt ihr euch einfach Socken oder Flaschen. Und von der Stelle, wo ihr angefangen habt, gerade zu spielen, geht ihr zwei Füße nach vorne und legt da euer Hindernis hin. Und dann stellt ihr euch mit eurem Ball rechts neben das Hindernis. Und erste Übung ist, ihr spielt mit dem rechten Fuß, mit der rechten Innenseite an die Mauer. Stoppt den Ball. Spielt ihn mit der rechten Seite an dem Hindernis lang, stoppt ihn mit dem linken Fuß, mit der linken Innenseite an die Mauer, mit der linken Innenseite wieder stoppen, linke Innenseite wieder rüberspielen und das Ganze wieder mit dem rechten Fuß. Oh, schön glücklich mit dem Schnee.
je nachdem, wo ihr das natürlich macht, ist es ein bisschen schwieriger. Hier draußen im Schnee ist es schon recht rutschig. Und wie ihr seht, ist es auch gar nicht schlimm, wenn das mal nicht klappt. Dafür üben wir das. Diesen ganzen Ablauf machen wir jetzt nochmal, ohne dass wir den Ball zwischendurch stoppen. Also wir fangen wieder an mit der rechten Innenseite gegen die Mauer. Und wenn der Ball zurückkommt, stoppen wir ihn nicht, sondern spielen ihn gleich mit der rechten Innenseite am Hindernis vorbei und machen mit dem linken Fuß weiter. Auch das könnt ihr natürlich ein paar Mal wiederholen. Und da wir ja nicht nur eine Innenseite haben, sondern eine Außenseite, können wir das Passspiel hinter dem Hindernis auch mit der Außenseite machen. Also wir schießen mit der rechten Innenseite. Mit Stoppen, mit der Innenseite an die Mauer, wir stoppen und jetzt nehmen wir die linke Außenseite, spielen den Ball rüber, stoppen, linke Innenseite an die Mauer und rechte Außenseite wieder rüber. Jetzt trainieren wir natürlich gleich beides, Innenseite und Außenseite und natürlich auch beide Füße. Wenn ihr das ein paar Mal wiederholt habt und ihr merkt, oh, das funktioniert ja richtig gut, dann könnt ihr natürlich auch versuchen, das ohne das Stoppen zwischendurch zu machen, also dass ihr quasi einen flüssigen Ablauf habt. Noch ein kleines Spielchen, und zwar die Mauerkönig. Eure Mauer habt ihr ja da, und wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr jetzt einfach gegen die Wand spielen und euer Mitspieler ist danach dran, quasi immer im Wechsel. Claudi kann erstmal anfangen, zweimal, ich stoße dann einfach dazu. Mal eins, Claudi. Du könntest jetzt quasi die ganze Zeit immer weiterspielen, miteinander, gegeneinander, wie ihr lustig seid. Komm, wir machen noch eine Runde. Gegeneinander, miteinander. Gegeneinander oder miteinander? Gegeneinander. Gegeneinander, okay. Du bist dran. Okay. Die Mauer war zu klein. Geschafft für heute. Ja, uns hat auch Spaß gemacht. Nicht? Ja. Ja? Sehr rutschig. Sehr rutschig, genau. Bei den Wänden ganz wichtig, sucht euch bitte eine Wand, die möglichst draußen ist, nicht drin, wie das Kinderzimmer, das Wohnzimmer. Eure Eltern werden euch, glaube ich, sehr dankbar sein. Ansonsten
wünschen wir euch noch viel Spaß beim Nachmachen, beim selber machen. Vielleicht machen Mama und Papa auch mit. Grüße wieder von Erik. Und sonst was drüber? Ne. Der große Schnee kommt ja auch noch. Wir haben jetzt ein bisschen einen kleinen Schnee gemacht. Dann auch viel Spaß beim Rodeln. Bleibt gesund und munter, eure Claudi. Und euer Tobi. Tschüss.